Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Abkommen zur Annexion der vier ukrainischen Regionen Donetsk, Luhansk, Saporischja und Cherson unterzeichnet. In einer Rede bei der Unterzeichnungszeremonie in Moskau bezeichnete er deren Bewohner als russische Staatsbürger. Heute unterzeichnen wir die Verträge um die Republiken Donetsk und Luhansk sowie die Regionen Saporischja und Cherson in Russland aufzunehmen. Ich bin sicher, dass der Föderationsrat die Gesetze unterstützen wird, um die Gebiete anzuschließen. Es entstehen dann vier neue Regionen in Russland. Das entspricht dem Willen von Millionen Menschen. Putin drängte die Ukraine in der Ansprache dazu, die Waffen niederzulegen. Kiew müsse an den Verhandlungstisch zurückkehren, forderte Putin. Dem Westen warf Putin vor, Russland zu einer Kolonie machen zu wollen. Moskau sei nicht für die Energiekrise im Westen verantwortlich, erklärte der russische Staatschef weiter. Der Westen selbst stecke hinter den Explosionen an den Ostsee-Pipelines. Zuletzt fanden in den vier ukrainischen Landesteilen sogenannte Referenden statt, die der Westen nicht anerkennt, weil sie demokratischen Standards nicht genügen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte die geplante Annexion im Vorfeld als gefährliche Eskalation gebrandmarkt.